In diesem Video werde ich 100 Longshots gegen den Welttorhüter Thibaut Courtois schießen, aber nicht mit Messi, Ronaldo und Co., sondern mit FIFA-YouTubern. 10 deutsche FIFA-YouTuber haben jeweils 10 Versuche und wer am Ende die meisten getroffen hat, ist der deutsche YouTube-Longshot-Champion. Wir starten direkt rein, Freunde, und den Anfang macht laut Glücksrad der gute Gamer-Brother. Und wisst ihr was? Wenn YouTuber schießen, dann muss auch ein YouTuber ins Tor. Montana Black kommt statt Thibaut Courtois in den Kasten. Na gut, dann gucken wir mal, wie sich Bros geschlagen wird. Lasert den ersten durch und... Naja, der geht gleich mal nicht rein. Ha, wundert mich aber, dass der dem so abgezwirbelt ist, denn der Zufallsgenerator hat Broski sogar 83 Weitschüsse gegönnt. Denn ja, Freunde, um das Ganze hier spannend zu halten, werden die Longshot-Werte von jedem FIFA-YouTuber per Zufallsgenerator bestimmt. Wir gucken Gamer Brother vielleicht den zweiten. Ja, haben wir mit links! Sü, Montana Black überhaupt keine Chance gelassen. Da ist das erste Tor. Ja, ja, der Broski, der kann schon schießen. Ja, macht's wieder mit links und der ist im Winkel. Sü! Regie, können wir davon nochmal eine Wiederholung bekommen? Guckt euch das mal an, der setzt den genau in den Knick. Und das war bisher das schönste Tor in diesem Video. Aber ja, Broski ist anscheinend ein Baller. Kann das auch mit rechts nähern? Nimmt wieder den linken. Aber Junge, Montana Black ist ja total lost im Tor. Aber gut, vielleicht braucht er noch etwas Übung. Gamer Brother wieder. Und Junge, Flatterball und Montana Black, du bist so lost, Junge. Aber naja, der Dude hat ein 92er Rating. Vielleicht sind es einfach auch die Schüsse von Gamer Brother. Ja, jetzt kann er sich mal auszeichnen, der Montana Black. Mal gucken, wo es hingeht. Und falls ihr euch wundert, Gamer Brother schießt hier immer mit links, weil er bei mir Linksfuß ist, aber den hat wie in der Kreisliga geballert. Start war gut für Broski, aber jetzt steht er bei 4 von 7. Kann er den nächsten machen? Oh, Leute, Junge, Videoschiedsrichter, war der drin? War der drin? Oh, und der Videobeweis sagt, das Ding war nicht hinter der Linie, aber das wäre das Tor des Jahres gewesen. Aber so heißt es 4 von 8. Gute Nacht, Gamer Brother, nicht nachlassen. Ja, moin, Alter. Gute Übersteiger und jetzt, bam, ins Glück. Nee, der geht auch daneben. 4 von 6 für Gamer Brother. Gamer Brother leider stark angefangen, aber dann auch stark nachgelassen. Und für ihn geht's jetzt ins Zlatan Ibrahimovic-Tier. Denn natürlich, Freunde, jeder Spieler wird nach seiner Performance auch noch in die Tierliste eingerankt. Und wir müssen direkt wieder das Glücksrad drehen, um den nächsten FIFA-YouTuber rauszufinden. Es sieht nach Julius aus. Nee, und natürlich in letzter Sekunde wird es dann doch noch Erne. Keine Ahnung, wie man ihn eigentlich ausspricht. Und der Bruder ist ja BVB-Fan. Was sagt der Zufallsgenerator? Und er gönnt ihm eine 92. Ja, leck mich fett, Alter. So, let's go. 92er. Nee, wird doch den ersten reinbuttern. Nee. Versteht ihr? Ja, nee. Ja. Der war nicht so gut. Ja, das ist richtig. So, komm mal. Der erste war richtig abscheulich. Aber der nächste Posten, das gibt's nicht. Und ja, Freunde, ich will hier auch mit einem Dortmund-Spieler treffen. Völlig egal, aber das ist genau an der Strafraumkante. Der VAR wart ja noch drauf. Ja, sieht mir ganz knapp nach Linie aus. Aber das zählt als Longshot. Und damit hat auch René den ersten Treffer erzielt. Einen von drei, da sind wir dabei. Jetzt kommt Babybrei. Also, nee, einfach nur das zweite Tor. Egal. 2 von 4, hol mal nochmal ein paar Bier für die Meisterfeier von Dortmund. Was ein Tor von René. 3 von 5, jetzt läuft's bei ihm. Wenn er den Schnitt weiter behalten kann, geht's für ihn ins Messi-Tier. Messi! Montana Black, gar keine Chance. Scheiß drauf. 4 von 6 für René. Vielleicht versuchen wir es mal ein bisschen aus weiterer Distanz. Aber er lässt es krachen. Knapp daneben. René mit der Nummer 7, aber wo ist Tor Nummer 5 geblieben? Ja, oh, der segelt ganz, ganz knapp vorbei. Oh weh. Aktuell ist er auf Kurs, gleich mit Gamer Brother zu sein. Aber er kann noch einen mehr machen. Jetzt macht er ihn. Habt ihr den Nackel gesehen? Und das ist das 5. Tor für René. Und Bruder, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. 5 von 9 hat er schon. Aber er braucht noch einen fürs nächste Tier. Und das ist das Messi-Tier. 6 von 10 Treffern für René. Und er ist bis jetzt der beste FIFA-YouTuber. Aber eins ist auch klar, Freunde. Guck mal, wie EA ihn mit seinem Player-Face hier hops genommen hat. Wer ist denn das bitte? Bei Gamer Brother. Da war es sogar noch lustiger. No. Das muss man erstmal realisieren. René geht also ins Messi-Tier und wir drehen wieder das Glücksrad und der nächste Akteur auf dem Rasen ist der liebe Wixie Boy. Bleibt die Frage, was gönnt der Zufall den Hamburger Jungen? 63, das ist der erste nicht so prickelnde Wert hier. 63 schießen, aber ist das ein Hindernis für Wix oder zwirbelt er? Den ersten direkt an dem Pfosten, da hat nicht viel gefehlt. Und Monte im Tor, das läuft bisher noch gar nicht. Der wirbt hier ehrlich gesagt nur so ein bisschen blöd herum die ganze Zeit. Gehört erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta, Digga. Aber gut, jetzt wird er wahrscheinlich dann performen. Wait! Nee, den wollte ich eigentlich in die andere Ecke. Mach mal völlig egal. Einer von zwei. Jetzt mal hier aus dem Winkel ins lange Eck. Oh, der ist weit drüber. Nochmal, in die linke Ecke, in die linke Ecke. Und jetzt ist Monte da. Ausgerechnet jetzt saugt er sich mal den Ball. Aber der war eigentlich gar nicht schlecht angetragen von Wakes. Versuch mal nochmal, diesmal
Uiuiuiui. Einer von fünf bisher, das sieht nicht gut aus. Die 63, oh Junge, die zwirbeln ihm ab, das ist ja nicht mehr normal. Aber komm, vielleicht muss ich einfach wieder in die andere Ecke zielen, wo ich eigentlich hinschießen will. Oh Junge, es fühlt sich so trash an. Komm, schnapp dir den Fokus und zieh das Ding durch, aber genau in die Mitte, Mann. Einer von acht, das ist jetzt schon enormer Druck, der auf Wakes lastet, aber jetzt macht er den zweiten und kann damit dem letzten Tier entgehen. Aber ganz ehrlich, Freunde, ein Blick auf die Tierliste zeigt, das ist auch das Farbi-Tier. So schlechter als ich, das geht gar nicht. Wixi, komm, letzter Schuss, Ballrolle, zack, ins Glück. Und der geht auch noch rein und der macht 3 von 10 und geht damit ins Simon Terodde-Tier immerhin noch. Und die Frage ist, traue ich das auch unserem nächsten Spieler vom Glücksrad zu? Denn das ist der liebe Julius. Das kommt drauf an, was sagt der Zufallsgenerator? 96, heuer die Waldfee. Ja, also dem traue ich jetzt einiges zu. So, let's go. Bei mich würde es nicht wundern, wenn die Katze aus Buxtehude Montana Black jetzt alles halten würde. Und der Erste ist schon mal richtig trash geschossen. Oh, lieber Julius, versagen dir etwa die Nerven. Komm schon, mach ihn. Oh ja, okay, der ist unhaltbar. Einer von zwei. Es ist noch ein guter Start. Es ist noch ein guter Start, wenn der reingeht. Und auch der Montana Black kann dem nur hinterher gucken. Aber 96 Schusskraft und Weitschüsse ist natürlich eine Ausnahme. Julius mit dem Nächsten. So, und jetzt, er läuft wieder an. Und dieses Mal ins Torwartferne. Junge, und der hat das... Okay, der hätte Montana Black mitgeschossen, wenn es sein muss. Aber kleiner Tipp von mir, Freunde. Wenn ihr solche Bälle halten wollt, dann braucht ihr einfach meine Torwarthandschuhe. Link ist unten in der Beschreibung. Oh Gott, und ich weiß gerade nicht mehr, wie viele wir getroffen haben. Aber ich glaube, 3 von 5. Der nächste ist wieder drin. 4 von 6 jetzt also. Ach ja, und falls es falsch sein sollte, seht ihr hier sicher die korrekten Zahlen. Und dürft gerne die Kommentare schreiben. Fabi, du bist einfach lost. Nicht lost ist aber der nächste Schuss vom Julius. Übersteiger und rein ins Glück. Junge, was ein Dip auf der Kugel. 5 von 7. Das ist eine echte Kampfansage an die Konkurrenz. Und Junge, das ist nicht von dieser Welt. Aber ein bisschen enttäuscht bin ich von Monte. Und ich habe gerade nochmal geguckt. Die Schwierigkeit ist tatsächlich auf Legende gestellt. Aber vielleicht ist Julius einfach auch eine Legende und schießt einfach alles kaputt. Junge, das ist Roberto Carlos 2.0, der Bruder. Und er hat aktuell 7 Treffer. Und einen hat er noch. Und er könnte ins Cristiano Ronaldo-Tier kommen. Antwort Sü! Was ist das für eine Rakete? Und sowas von verdient mit 8 Treffern. Ins Cristiano Ronaldo-Tier. Also, wie gesagt, vorausgesetzt, wenn ich mich vorhin nicht verzählt habe. Wenn doch, dann, wie gesagt, ja. Bin ich einfach lost. Hoffentlich nicht lost ist unser nächster Spieler und das ist der Keller. Und let's go, das ist auch ein Schalker Jung. Was gönnt der Zufallsgenerator? 70, geht besser. Aber come on, Steini, zeig allen, dass wir dich unterschätzen, Junge. Du läufst gleich mal in den Strafraum. So geht's natürlich nicht. Also der erste Schuss war ungültig. Du bekommst nochmal einen Versuch von mir raus und der ist... Oh mein Gott, das ist ein absoluter Laserstrahl. Und Obacht, der ist jetzt der Erste, der den ersten Longshot schon getroffen hat. Nummer 2 und auch Montana Black, der lässt sich hier hängen wie ein nasser Sack, Freunde. 2 von 2 für den lieben Keller. Macht er den dritten, der Steini? Nee, den jetzt nicht. Aber gut, ich dachte auch schon, der Kerl ist übermenschlich. Den nächsten... Oh, Junge... Montana Black im Tor, das funktioniert nicht. Aber in dem Spiel bekommt er noch hier die Chancen, oder? Sind es einfach diese Turbo... Was ist das für ein Schuss und was habe ich gerade gesprochen? Nee, komm, den Versprecher, den kappt man nicht raus. Das bleibt alles so, wie es ist. Genauso wie der Postentreffer. Fast. Oh gut, hier einmal den Skill anzwirbeln und dann oben rechts. Jawohl, der ist wieder drin. Das sind jetzt immerhin wieder 4 von 7, wenn ich mich nicht verzählt habe. Für den lieben Steini und Monte. Junge, das ist Legende. Wie kann der so schlecht sein? Das spielt immer noch durch und dann drehen wir die Regler ganz, ganz weit drauf für den Keeper. Und der ist so kacke geschossen. Komm, du bist aktuell im Terodde-Tier, Steini. Ich weiß, das ist okay für dich, aber Messi wäre noch top. Und du scheiterst hier in der Latte und es werden 5 von 10. Und das heißt Terodde-Tier. Für den lieben Keller. Und Freunde, bevor wir jetzt wieder das Glücksrad drehen und den nächsten FIFA-YouTuber bestimmen, kommen wir noch zur Bonus-Challenge. Und in dieser Bonus-Challenge wird ein ganz, ganz heftiger Spieler antreten. Nämlich ich selber. Denn leider bin ich nicht bei den 10 meistabonnierten FIFA-Kanälen Deutschlands dabei, aber das kannst du jetzt gerne ändern. Also ein Zü auf dem Abo-Button da lassen. Dankeschön. Und auch ich habe jetzt 10 Longshots gegen Monte in der Trainingsarena. Und wie viel ich treffen muss, das bestimmt das Glücksrad. Und es sieht, oh Gott, bitte nicht 8, bitte nicht 8. Es sind 7. Es sind nur 7 Treffer, Freunde. Das ist zwar viel, aber machbar, denn für mich steht einiges auf dem Spiel. Denn sollte ich nicht zumindest 7 von 10 Schüssen treffen, muss ich als Bestrafung scharfe Tabasco-Sauce essen. Und ich muss natürlich auch noch auf den Zufallsgenerator hoffen. Wir klicken und es wird immerhin 91. Ich habe Hoffnung, Freunde. Ach so, und Montes Torwartfähigkeit habe ich aber auch noch auf 80 hochgestellt. Aber ich würde sagen, ich bin eigentlich jemand, der ganz gut mit Druck umgehen kann, aber ich bin zu blöd, um außerhalb des Strafraums zu bleiben. Ungültig. Okay, Joker verbraucht. Nochmal, Versuch Nummer 1. Komm, oben in den Knick. Yes, der Erste ist drin. Perfekter Start der Schalker Nummer 31. Kann auch den zweiten reinmachen. Junge, Flachschuss von der Deutschen Sporthochschule in Köln gelernt. Und keine Ahnung,
Ahnung, Freunde, was ich mit meinem Arm hier vorne mache. Also, zwei von zwei. Komm, nächster. Wieder. Dieses Mal nach links. Yes, 3 von 3. Es läuft. Und wenn's läuft, ist es gut. Ist es gut. Komm, wieder. 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 Den ersten verzogen, aber noch nicht nichts passiert. Immer noch 3 von 4 aktuell. Es sieht immer noch gut aus. Wieder nach links. Und yes, auch Monte ist immer noch mit. Es funktioniert einfach nicht bei ihm. Aber kein Wunder, auch bei einem 91er-Schützen wie mir, der die Schüsse anzwirbelt und der macht den nächsten. Let's go. Ich erlebe gerade meinen Stimmbruch und jetzt bin ich confident. Auch mal von da. Und Junge, das war ein freches Tor. Richtig geil. Und ich habe 6 von 7. Ich kann etwas mal ein bisschen tricksen. Bisschen tricksen. Bisschen tricksen mit links. Knapp daneben. Und ehrlich gesagt, so viel tricksen kann ich gar nicht, denn ich habe nur noch 2 Versuche. Komm, aus der Distanz. Ja! Süge Golasso, amigos. Und damit habe ich 7 von 9 getroffen. Aber wisst ihr was? Wenn ich den letzten nicht mache, esse ich auch Tabasco. Aber ich mache auch den letzten. Also heute kann gar nichts mehr schief gehen. Adiosa, Tabasco. Und damit würde ich mich zu Julius ins Cristiano-Tier gesellen. Aber wie gesagt, ich bin ja leider ein zu kleiner YouTuber und komme daher nicht in diese Tierlist. Wer aber auf jeden Fall in die Tierlist kommt, ist unser nächster Spieler und das ist der liebe Pro Owns. Und wohin es für ihn geht, oh mein Gott, mit gerade mal 94. Das wird eine ganz, ganz harte Kiste für dich, Danny. Alter, ich habe echt kein gutes Gefühl hier. Echt kein gutes Gefühl, aber der ist gar nicht so weit daneben, der Erste. Ich will hier nur auf jeden Fall nicht mit 0 von 10 rausgehen. Nicht mit... Junge, gleich der Zweite drin, let's go. Wer weiß, vielleicht kann er ja hier überraschen, vielleicht... Ich kann aber auch den einfach in die Mitte schießen. Aber 1 von 3, das ist gar kein so schlechter Start. Und der Nächste mit Wumms, der geht wieder irgendwo hin. 1 von 4, das ist gar nicht mehr so gut. Komm, anzwirbeln, links ins Eck und Monte, die Katze ist da. Ja, und die muss auch halten, die Bälle, aber wir müssen das Ding einfach verwerten, Junge. Was? Alter Schwede, jetzt heißt es wirklich mal ranklotzen. 1 von 6. Alter Danny, wohin denn bitte mit der Kugel? Und das ist halt das Ding mit den Powershots. Da kann man geile Tore machen. Alter, jetzt, was ist denn hier jetzt los? Also ich kann nicht schuld sein, das ist doch einfach nur der Controller oder die Fußball-Gött... Junge, also jetzt reicht's mir langsam. Okay, komm, wir zwirbeln nochmal an ins Kurzeck. Mach noch einen! Nee, er belohnt sich nicht und das ist wirklich 1 von 10 für den lieben Pro Owns. Oh Gott, das tut mir richtig leid, aber du gehst ins Farbitier. Es hilft einfach nichts. Ich bin leider auch schlecht. Hoffentlich besser geht's unserem nächsten Schützen, denn das ist der liebe Hansus. Und der Karrieremodus-Profi bekommt immerhin 74 Longshots. Und Bernie, was hältst du davon, wenn du jetzt ein absolutes Traumtor reinmoserst und den ersten? Den auf jeden Fall nicht. Aber ich habe da so ein Gefühl, der hat ihn. Jetzt kommst schon, Hansus. Der Regensburgsche Messi trifft den Pfosten. Komm, Hansus, jetzt aber. Es funktioniert nichts mehr. Komm, nicht noch ein Farbitier. Da dürfen die Spieler bei mir nicht landen. Da dürfen sie nicht landen. Hansus mit dem ersten. Let's go. Oh, das wurde aber auch Zeit. Aber jetzt den nächsten nachlegen. Der dreht sich in der letzten Sekunde weg. Es ist ein schmaler Grat. Man will hier natürlich Traumtore erzielen. Aber man muss auch die Dinger mal machen. Und der ist drin. 2 von 6 für Hansus. Ah, sorry. 2 von 7 natürlich. Aber er ist nicht im Farbitier. Und den... No! Der segelt so nah am Kreuzeck vorbei. Immer wieder spannend, was ich da für Laute aus meinem Mund rausbekomme. Aber jetzt mal wieder ein Sü... Nein. Es bleibt aktuell bei 2 von 9 für den lieben Bernie. Jetzt nochmal in die andere Richtung. Es bleibt auch bei 2 von 10. Danke trotzdem, Hansus, für die Teilnahme. Und es geht für dich immerhin in Simon Terodde-Tier. Und aktuell führt immer noch der liebe Julius mit 8 Treffern. Und nur noch 3 Spieler können ihn vom Thron stoßen. Das sind aber mit Eli Geller, Tizi Schubeck und Hamid Lokus 3 Hochkaräter. Und den nächsten macht direkt mal Eli Geller. Einer der größten Streamer Deutschlands. Bekommt aber nur 67 Schießen. Das wird spannend. Die 97 im Hertha PSC-Trikot. Kann Eli jetzt einen machen? Und Eli haut den ersten rein. Erstmal noch einen Schluck Vitavet. Und let's go, Männer. Oh, Eli agil mit den Übersteigern. Und dann den Schuss ins Glück. Nee, der fährt in die andere Richtung ab. 1 von 2. Komm schon, Eli. Komm schon, mach ihn mit Dampf. Mit Dampf drüber. Mist. Jetzt aber wieder gute Übersteiger. Und jetzt einfach in... Junge, da rutscht alles über den Außenriss ab. So, Eli, wir brauchen jetzt das Ding. Wir brauchen das Ding. Mach ihn, er macht den nächsten. Und das... Ja, war wieder lost von Monte. Ja, scheiß drauf. Aber sei es drum. 2 von 5 Toren für Eli. Wir brauchen noch ein Traumtor. Der hätte sich gut gedreht. Aber so war es halt wieder nix und der nix. Oh je, jetzt wird's aber abenteuerlich. Abenteuer sind ja grundsätzlich nicht schlechtes, aber man muss dann auch mal einen Ball verwerten, Freundchen. 2 von 8. Es schreit hier schon wieder nach Terodde-Tier. Der ist an der Strafraumkante und wieder am Pfosten ist. Jedes Mal Aluminium. So, komm Eli, setz alles dran für das Traumtor. Sü, und der ist richtig geil. Und das
Rettet ihn auch so gerade noch vom Terrorletier. Ach so, nee, nevermind, Freunde. Er hat 3 von 10 und landet damit im Simon Terrorletier. Und es bleiben nur noch 2 Schützen über. Und der nächste FIFA-YouTuber ist Tizzy Schubeck. Also eigentlich die beiden Jungs von Tizzy Schubeck. Und für dieses Video wird für die beiden Jungs der liebe Simon schießen. Und der greift nochmal richtig an mit 94 Longshots dank Zufallsgenerator. Also wenn Julius jetzt jemand gefährlich werden kann, dann die Jungs von Tizzy. Simon macht den ersten. Was ein Laser. Das erste Ding ist drin. Kommt vielleicht auch noch ein Traumtor. Jetzt, ja, 2 von 2. Aber komm auch hier mal von außen in den langen Knick. Knapp daneben. Aber ich respektiere das, dass Tizzy Schubeck uns hier eine Show bieten will. Die wollen eine Show bieten und das gelingt ihnen. 3 von 4 und man ist voll dabei im Rennen. Ist voll dabei in der Verlosung und haut den Flachschuss rein. 4 von 5. Stand jetzt ist man auf Kurs 8 Tore. Geht da noch was? Oh, den darf man dann aber nicht daneben legen gleich. Denn jetzt ist wirklich gar kein Raum für Fehler mehr. Und der geht von der Latte runter. Das wäre das perfekte Tor gewesen. Aber so ist er halt nicht drin. Ärgerlich, 4 von 7, aber jetzt muss man noch ranklotzen. Jetzt ein gutes Tor jetzt. Und wer weiß, vielleicht kann man jetzt noch versuchen, das schönste Tor in diesem Video zu erzielen. Das war der richtige Fuß, Digga. Und Stand jetzt ist man im Ibrahimovic. Tier 1 braucht man noch für den Messi. Und immerhin geht's ins Messi-Tier. Für diese Schubeck mit 6 Toren. Und somit bleibt laut Glücksrad auch nur ein Spieler über. Und das ist natürlich Hamed Loco. Die Frage ist, kann der hier nochmal angreifen? Junge, der bekommt 99 Longshots, als ob der bekommt 99 Longshots. Also, jetzt wird's nochmal richtig interessant. Durchatmen. So, komm, Hamed Loco, mach es, Bruder, mit den pinken Schuhen. Yes, das ist das Erste. Ich will hier auf jeden Fall noch 9 von 10 zumindest. Und vielleicht ein schönes Traumtor. Das ist die Nummer 2. Oh, Julius, schnall dich an. Hamed Loco is coming for you. Hamed Loco kommt und macht den dritten. Der Kerl ist völlig loco. Also, versteht ihr? Ja, egal. Aber kann er den nächsten auch reinzwirbeln? Kann er den vierten machen? Und der ist ganz, ganz wichtig. 4 von 4, so viel hat bis jetzt noch niemand getroffen. Und macht auch den fünften. Junge, der ist auf dem Weg, 10 von 10 hier zu machen. Oh Gott, ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu viel Druck reingesetzt. Der nächste. Pfosten! Pfosten! Nein, warum? Aber gut, noch ist nichts passiert. 5 von 6 ins kurze Torwart. Junge, okay, der fällt sowas von trocken rein. Das bisher schönste Tor, finde ich. Und wir sind bei 6 von 7. Wenn Hamed alle restlichen 3 trifft, ist er hier der alleinige Sieger. Und er macht auf jeden Fall mal den drittvorletzten. 1 von 2 noch, dann zieht er mit Julius gleich. 2 von denen und er ist in Führung. Junge, wie kann Monte den nicht haben? Da hatte Hamed aber ganz, ganz viel Glück. Und Hamed Loco hat jetzt 8 von 9. Trifft er den letzten, ist er der beste Schütze. Und er ist der beste Schütze. Der geht damit ins Cristiano Ronaldo-Tier. Und wenn dir dieses Video mit FIFA-YouTubern gefallen hat, wird dir auch sicher das Video mit 111 Meter mit FIFA-YouTubern gefallen. Also hier klicken und jetzt gleich angucken. Süß.